Hallo. Nun zu unserem nächsten Betriebssystem von der Linux-Welt. Ich habe hier mal mit so einer kleinen Serie. Gut, wir hatten Linux Mint 15, wir hatten Debian 7, Mageia, was zum Geier? Body Linux. Und jetzt sind wir bei Antergos 1.0. Das ist was Neues. Eigentlich so neu nicht. Basiert auf Arch Linux. Und weil das für manche Arch kompliziert ist zu installieren, hat man da schon mal gedacht, machen wir schon mal so einen grafischen Desktop. Schauen wir uns mal an. Wie gesagt, hier in der virtuellen Maschine dauert es ein bisschen länger, weil ich aus Gründen des Fairplays für alle nur ein CPU zugeordnet habe. Deshalb dauert der Start jetzt ein klein bisschen länger. Gut, Antergos 1.0. Da sind wir noch in der Beta-Phase. Willkommen, ne? Try it, kann man es ausprobieren, das werde ich jetzt machen. Oder man kann es installieren, CLI Installer, das scheint dann eine textbasierte Installation zu sein, quasi wie eine Alternate-Installation. Wenn man also Probleme mit Grafik hat, würde ich dann wahrscheinlich nehmen. Oder Graphical Installer, das wäre so ähnlich wie eine Ubuntu-Installation. Try it, wir probieren es mal aus. Gut, dann sind wir auf einem GNOME 3 Desktop mit dem bekannten GNOME 3 Element, Kalender und so weiter. Gut. Hintergrundbild, ja, die haben ähnliche Vorstellungen von Hintergrundbildern wie ich, ne. Das ist ein Foto von meiner Lampe da hinten. Das hier ist ein Hintergrundbild von Antergos. Die haben teilweise eine recht eigentümliche Sammlung von Hintergrundbildern. Also wenn ihr euch die mal anschaut, ja, eine Uhr, wo 1945 drauf ist, oder ein paar türkische Frauen, die Schuhe aussuchen. Sehr schön. Oder hier irgendwie so Graffitis in der, ja, ausgebrannte Bude. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Ihr sollt ja von da aus selber mal basteln. Ich lasse das jetzt mal so. Aktivitäten kennt man von GNOME 3. Da kommt man wieder zu diesem Installer-Ding, wo wir vorher waren. Und hier haben wir Dateien, ne? Nautilus. Ist hier dran? Übrigens, Antergos Rolling Release, ne? Für diejenigen, die man Rolling Release probieren wollen. Was das jetzt alles für Datenträger sind, ich glaube, so viele 3 Gigabyte Dinge habe ich nicht auf meinem Rechner, schon gar nicht in der virtuellen Maschine. Hier sieht man mit Server verbinden, ist also schon die neuere Version von Nautilus, das erkenne ich immer daran. Dateien, ne? Sonst musste man immer mit Server verbinden. Info zu Dateien 381, ne? Die Dateienautoren, na gut, auf Englisch heißt die Files Autoren, warum man nicht mehr Nautilus schreibt. Weiß ich auch nicht, da heißt der Desktop noch Desktop. Gut, ne, wahrscheinlich, weil es noch nicht so eingedeutscht ist. Bei der Installation heißt es vielleicht dann Arbeitsfläche oder Schreibtisch. Interessant. So, also ganz normaler Nautilus-Dateimanager mit schönen Bildchen. Gut, zuletzt verwendet, Historie kann man sich da auch angucken. Rolling Release haben wir gesagt, ne? Einstellungen, kleine Unterschiede habe ich hier gefunden. Gut, gehen wir jetzt mal auf Details. Was haben wir hier? GNOME Version 3.8.2 ist hier installiert als grafischer Desktop. Gibt, glaube ich, dann auch noch andere Möglichkeiten. Müsst ihr mal beim Login ausprobieren, was ihr noch für Benutzeroberflächen wählen könnt. Ne? Virtualisierung KVM, interessant, ne? Hier in VirtualBox. Gut, Vorgabeanwendung. Kein E-Mail-Programm, das gibt's überhaupt nicht. Ist das jetzt Zufall? Ich habe immer das Problem, kein E-Mail-Programm in den Distros. Das gibt's so alles gar nicht. Web haben wir Chromium Browser als Browser, X-Noise für Musik, Video auch und Shotwell. Gut, wie gesagt, so als Basis langt das ja auch, dass wir erstmal eine Basis haben, dass wir eben auf grafischem Wege weiter installieren könnten, was dann den Anfängern vielleicht zugute kommt. Hier habe ich was gesehen. Ich vergleiche jetzt mal. Ich habe hier auf meinem Host-Rechner ein Ubuntu 13.10. Wir gucken jetzt mal, vergleichen mal, halten wir gerade nebeneinander. Da gibt es hier Benachrichtigungen. Hier heißt die Privatsphäre noch Privatsphäre. Da heißt Sicherheits- und Datenschutz mittlerweile. Anzeigegeräte heißt da heißt es Monitore. Barrierefreiheit haben wir bei beiden. Benutzer hatte ich einen kleinen Unterschied gesehen bei Benutzer. Und zwar gehen wir auch mal hier bei Ubuntu auf Benutzer. Und seht ihr, da gibt's jetzt eine Chronik, ne, die gibt's auf Ubuntu hier nicht, ja.
Letzte Anmeldung angemeldet, ne? Chronik. Wann war ich das letzte Mal? Anmeldechronik, die kenne ich so nicht. Gut, und was gibt's dann noch anderes? Gehen wir da auch nochmal zurück. Benachrichtigungen, ne? Die haben wir hier gar nicht bei Ubuntu. Hier haben wir Benachrichtigungen, also diese Einblendedinger, die manchmal kommen, kann man hier ausschalten. Und zwar je nach Programm, das finde ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues GNOME-Feature ist. Kann immer kommentieren, suchen, haben wir da auch nicht, ne? Also dieses Suchen-Symbolchen. Kann man auch was ein- und ausschalten, suchen in Dateien, interessant. Kann man ausschalten, warum auch immer, ne? Es gibt kleine Unterschiede. Freigabe, ne? Freigabe haben wir auch nicht, hier ist nichts mit Freigabe, dafür haben wir hier Sicherung und Landscape und Ubuntu One. Freigabeeinstellung, Rechnername, ne? Hatten wir letztens vielleicht irgendeine Samba-Freigabe, müssen wir mal gucken. Online-Konten haben wir auch. Kleine Unterschiedchen. Gehen wir nochmal auf die Aktivitäten, gehen wir mal da drauf und gehen wir mal auf alle Programme, dass man die vorinstallierten Programme sieht. Da SSH-Server, VNC-Server, Zero-Config, bla bla bla. Hier ist der Installer, den wir gesehen haben, Chromium Browser. In der Version, ich glaube, 27 habe ich gesehen. Kein E-Mail-Programm. Was ist hier los? Warum gibt es keine E-Mail-Programme mehr? Habe ich was verpasst? So, dann gehen wir mal auf. Wie gesagt, das dauert jetzt hier einen kleinen Moment länger, weil ich hier nur in der virtuellen Maschine nur einen Prozessor habe. Wir haben die Version 27.0.14.5.3 so und so. Gut. Wenn man installiert hat, sollte man vielleicht erste Mal aktualisieren. Und wie macht man das mit Pac-Man XG? Ne? Das ist jetzt kein Spiel. Pac-Man XG. Package Manager. Die haben Aure, ne? Also Aures oder so als Package. Ding jetzt geht's, ne? Die Arch Linux Gedönikes, ne? Die haben ein anderes Paketsystem, aber auch nichts Verkehrtes, auch nichts Schlechtes. Gut. Muss man sich dran gewöhnen, das ist so ein bisschen synaptikmäßig, aber doch wieder ganz anders. My List of Packages, Package Management, da kann man was suchen, installieren und gucken, was da so alles ist. Könnte man sich jetzt hier so durchbrowsen, was da alles so drauf ist. Pulse Audio habe ich gerade gesehen und so weiter und so fort. Also würde ich sagen, erstmal ein Update machen, ne? Dass man alles neu lädt. Und wie gesagt, Rolling Release, ne? Also das aktualisiert sich selbst. Man muss also nicht warten, bis irgendwann mal eine andere Version rauskommt und die dann drüber installieren. Nach so und so vielen Monaten, sondern das System bleibt eigentlich quasi immer auf dem guten neuen Stand. Gut, X-Noise kannte ich auch nicht. Komisches Musikabspielprogrammchen, das muss nicht schlecht sein. Ja. Man hat erstmal irgendwas vorinstalliert, damit es überhaupt geht. Wie gesagt, Arch kann man sich sonst selber zusammenstellen, wie man das so will. Ja, Hilfe, Info über X-Noise. Ne? Ihr könnt euch ja jederzeit von Jörn Magens, ja, der hat's am Magen. Gut, könnt ihr jederzeit was anderes installieren, wenn ihr es nicht wollt. Klangeinstellungen kann man da einstellen. Aber das sind, ich sag mal, schon wieder ganz normale Einstellungen. Ne? Ihr seht das in meinem Mikrofon, dass es jetzt so ein bisschen träge ist. Liegt an der Virtualisierung. Gut, interessantes System. Ist noch in der Beta-Phase, beziehungsweise in der Version 1.0. Gehen wir mal die Aktivitäten. Gehen wir mal auf, da kann man auch was suchen. Ne? Terminal. Es gibt auch ein Root-Terminal, wie ihr so seht. Aber dafür habe ich für die Live-Version kein Root-Passwort anscheinend. Antergos at Antergos. Uname minus A. So, und zwar haben wir einen Kernel 3.941 Arch. Ja, und das ist Arch gewöhnungsbedürftig. Ne? Also wer jetzt Ubuntu gewohnt ist und sich nicht mit Arch auskennt, der wird sich Arch umgewöhnen müssen. Ne? Also wie gesagt, CD, etc. Aber wie gesagt, grafischer Desktop. Und deshalb findet ihr euch auch ohne ein Terminal so wie dieses direkt zurecht. Ne? Was haben wir da? OS Release. Cut OS minus Release. Weil LSB Release habe ich probiert, gibt's nicht. Ja, Antergos.com kann man sich da wahrscheinlich mehr informieren. Und so weiter und so fort. Ja, mit CD komme ich wieder ins Home-Verzeichnis. LS. So, da. Documents Desktop heißt der Desktop. CD.
Des, zumindest die auf der Live, muss man groß schreiben, CD, desto auf der Live-Disk gucken, wenn er sich installiert hat, ob dann das auch noch so heißt. Terminal haben wir Hilfe, Info, hier ist das GNOME Terminal 382 drauf, schließen. Aber faszinierend finde ich, dass hier nie ein E-Mail-Programm ist. Faszinierend! Ist das PC-weltspezifisch, dass sie hier keins drauf gemacht haben? Die stellen sich manchmal ihre Distros selber so zusammen. Ja, gut. LibreOffice-Installation kann man direkt hier installieren. Da habe ich hier einen Hotot. Das hat, glaube ich, irgendwas mit Twitter zu tun. Ne? Hotot. Ne? Da kann man hier auf Language. Ne? Das ist auch kein Kartenspiel. Deutsch. Und da kann man Hilfe. Und da steht da... Ja, verschieben kann ich es nicht, das ist hier in dem kleinen Fensterchen mit drin. Leichtgewichtiger Client für Twitter. Microblogging, auf Twitter. Hotot.org, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Gut, haben wir da drauf. Jedenfalls, ich denke, wer Arch Linux vielleicht jemand mal vermitteln will, der nicht Arch von ganz Arch unten installieren will, sondern einfach sagt, probier mal Arch aus und dem gleich irgendeinen Desktop zur Verfügung stellt, wo er direkt ein bisschen klicken kann und nicht alles im Terminal machen muss. Dann wäre das vielleicht eine ganz nette Geschichte, ne, um jemand an Arch Linux mal dran zu gewöhnen, dass er damit mal ein bisschen testet. Rolling Release mal ein bisschen herumprobiert. Ne, das wäre vielleicht nichts Schlechtes. Wie gesagt, man hat diesen Weg gewählt. Das hier Privatsphäre sieht ein bisschen anders aus, ne? So, normalerweise unter Ubuntu Systemeinstellung. Heißt ja auch mittlerweile Sicherheits- und Datenschutz. Sieht das hier anders aus, ne? Da gibt's andere Optionen. Macht ja nichts, ne? Also es gibt kleine Unterschiede. Kein Problem. Gut, man hat jedenfalls schon mal eine gute Startrampe, kann mit diesem Pac-Man XG sich da was installieren und kann damit ein bisschen rumprobieren. Die Conf-Editor ist direkt mit dabei. Auch nicht schlecht. Desktop, GNOME, Crypt, wie auch immer, System, könnt ihr euch ein bisschen durchzappen. Direkt ein Dconf-Editor ist dann auch selten schon vorinstalliert, finde ich eigentlich ganz gut, aber es spielt eigentlich teilweise hier Cinnanom. Ich glaube, man kann sich auch im Cinnanom Desktop einloggen, GTK Desktop, ne? Applications, Background, Einstellungen, das kann man ja auch mit dem Dconf-Editor vornehmen. Aber wie gesagt, man hat schon mal eine grafisch basierte Startrampe, um seine Experimente mit Arch Linux zu starten, sich da was zu installieren, ohne gleich im Terminal durchzustarten. Wer sich einfach mal für Arch interessiert, der kann das gerne mal nutzen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.